Hallo meine Lieben, da ist euer Jolandalein. Ja, es ist Zeit, einen Blick ins Blättchen zu werfen, stimmt's? Sind wir heute wieder mal zu etwas späterer Stunde, aber es hat sich so ergeben aus dem Tag raus und ich freue mich jetzt total, mit euch gemeinsam 7 Tage, 7 Nächte zu legen und ja, würde mal sagen, lasst uns in die Karten starten, gell? So, da ihr jetzt eine feine Ansprache gemacht, stimmt's? Also erstmal habe ich mir ein Getränk, Vom Feeling her bin ich jetzt gerade mal so auf nachmittags 15 Uhr, ne? Und plötzlich war die Zeit weg. Das ist nämlich tatsächlich mein zweiter Kaffee. Und auf den freue ich mich jetzt echt mit euch zusammen. So. Und bevor ich jetzt anfange, Karten zu legen, was natürlich unser Hauptthema sein soll, muss ich schnell noch loswerden, dass morgen außerhalb der Reihe, ne, weil ich am Donnerstag nicht da bin. Morgen gibt es schon die Dorfkneipe. Ich werde die Dorfkneipe für euch sofort nach meinem ersten Kaffee am Tisch der Kantine für euch in die Kiste kriegen. Dann habe ich mir überlegt, ach, mache ich das Video fertig und schalte es dann Donnerstag frei. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, frisch vom Tisch ist dann halt doch immer noch am besten, oder? Also so eine konservierte Kartenlegung, die dann irgendwie schon so ein paar Tage da bei mir am Handy rumgammelt, ne, die wollen wir ja dann irgendwie auch nicht mehr, oder? Also ich gehe mal davon aus, es ist euch recht, wenn ihr morgen schon die Dorfkneipe bekommt, deine Seelenliebe und du, ich schalte euch auch einen Live-Chat, anstatt Donnerstag, weil am Donnerstag habe ich echt einen straffen Tag. Also wenn ich am Donnerstag reinschneie, dann echt nur mit was ganz Kleinem, mit so einem 20-Minuten-Ding oder so. Ne? Und deswegen muss ich das so ein bisschen passend machen. Also sozusagen, ich muss das Blatt wenden. Gell? Deswegen trinke ich auch heute aus der schwarzen Tasse. Geduld. Ne? Das heißt eigentlich weniger Geduld, weil die Dorfkneipe ist ja dafür 2 Tage früher. Also nur, dass ihr jetzt mal alle informiert seid und euch da nicht wundert. Ne? So. Und die halt vorspulen, haben es halt nicht mitgekriegt. Die werden sich wundern. Die haben dann ihr blaues Wunder, gell? Aber gut, so ist das. Natürlich könnt ihr auch mein ganzes Geseier immer vorspulen und euch nur die Kartenlegung reinziehen, gell? Das passt schon. Jedenfalls schön, dass wir alle wieder da sind, hier sind und mit uns gemeinsam sind. Und ich möchte auf gar keinen Fall versäumen, mich zu bedanken für all eure wundervollen, liebevollen, großzügigen Wertschätzungen auf sämtlichen Wegen. Und danke, dass ihr mein Wertschätzungskonto so füttert, dass ihr so liebe Post an mich rausschickt, mich mit so lieben Kommentaren bedenkt, mit Likes und natürlich auch mit neuen Abos. Und ja, an dieser Stelle begrüße ich auch alle neuen Zuschauer, neuen Abonnenten und bin glücklich und dankbar für alle die, die immer wieder da sind. So, das war mir wichtig. Und jetzt lasst uns in die Karten starten. Nee, stopp, eins soll noch gesagt sein. Liebe Grüße auch von der Conny. Die ist fleißig am Päckchen packen und wir möchten beide Danke sagen, dass ihr auch unseren Shop so unterstützt durch eure Einkäufe und dass ihr auch so einen Spaß habt an dem schwarzen Buch, ne, an dem Jolanda-Büchlein, was ja den ganzen Dezember über den Bestellungen ab 40 Euro beiliegt. Gell? Wisst ihr Bescheid? Wir freuen uns. Dankeschön geht raus. Und jetzt geht's aber wirklich los, ne? So, Schubido, was schleppt der Esel? Heute ist ja Montag, also noch haben wir Montag, ne? So spät bin ich dann doch nicht. Und der Esel, der trägt die stärkste Last und die Last kann natürlich auch was ganz Schönes sein. Und heute sind wir ja in der Gefährtenlegung, 7 Tage, 7 Nächte. Und du kannst diese Legung symbolisch als große Überschrift der restlichen Legungen in der Woche für dich so anpimmen. Du kannst aber auch sagen, auch das ist eine Legung für mich, wie jeder andere eben auch. Ne? Und 7 Tage, 7 Nächte soll ganz einfach so einen Zeitraum von einer Woche anzeigen. Wann die Woche beginnt? In dem Moment, wo du die Legung schaust. Also der Wochentag und auch die Uhrzeit spielt keine Rolle. Und der Esel, der trägt die stärkste Last, also auch die Karte mit dem meisten Gewicht. Wie gesagt, das kann auch was ganz, ganz Schönes sein, was wir jetzt hoffen. Und wir legen mit dem Rabentarot bei MJ Cullinane und, also zumindest starten wir damit, und schauen mal, was schleppt denn unser Eselchen so tapfer durch die Gegend. Ne? So, rumfidibum. Oh, also ich habe ja noch gesagt, es kann was ganz Schönes sein. Also er trägt eine ganz große Liebe. Ne? Es ist nämlich die Kelch 10 gefallen. Und die Kelch 10 ist das höchste Maß an Liebe, was man erreichen kann. Das ist quasi die 9 plus 1.
Die 9 selbst ist ja schon die Vollendung. Die 9 ist ja auch eine Heilungszahl. Und mit der 9 vollendet sich auch die letzte einstellige Zahl. Nee, die Zahlenreihe der einstelligen Zahlen. Ne? Es ist ja nicht die letzte. Doch, es ist die letzte einstellige Zahl, aber die vollendet sich nicht, die ist halt. Mit der 9 vollendet sich die Zahlenreihe der einstelligen Zahlen. Es geht nicht höher als die 9. Die 9 ist das höchste Maß. Und die 10, da geht im Endeffekt die Reihe wieder von vorne los und die 0 bringt die 1 auf den Punkt. Und das bezeichnet ja auch eben eine Meisterschaft. Und die 10 ist so eine Zahl, die sagt hopp oder top. Ne? Also man kann hier alles haben oder eben nichts. Man kann in der Liebe all in gehen oder eben all out. Die 10 hat an sich, dass die sehr schwarz-weiß denkend ist. Ne? Und zwischen schwarz und weiß liegt aber eine wunderbare Grauzone. Passend zur heutigen Legung trage ich mein Tuch. Das ist im Übrigen die Meditationsdecke. Die lag hier ebenso und die kann man auch super als Schal tragen. Die ist nämlich schön muggelig. Außerdem ist die so angenehm, die fühlt sich so gut an. Und da haben wir die Grauzone. Das ist nämlich der Raum der Möglichkeiten. Und da hat die 10 so ihre Problemchen mit. Die 10 hat so ihre Problemchen mit dieser Grauzone. Die ist entweder oder. Und dann schauen wir mal, was jetzt unser Freund Erhard, ne? Also das ist Erhard Aliquando, deine Geschichte bist du, das ist das Kartendeck von mir. Wir nennen es den Erhard und wir schauen einfach mal, was unser Freund der Erhard dazu ergänzt. Und wenn dir dieses Deck gefällt, dann findest du den Link zum Shop in der Infobox. Ne? Und im Moment ist es so, zu jedem Erhard gibt es ein schwarzes Büchlein zum Reinschreiben. So, eieiei, der Sankt-Nimmerleins-Tag. Gibt das hier noch mal was oder nicht? Da schauen wir mal, was fällt denn da noch drauf? Der Rahmen. Ja, hier tut man sich schwer, einen Rahmen der Möglichkeiten zu finden, eine wirklich ganz große Liebe betreffend. Die Liebe ist da. So, und das ist auch die Last des Esels, hopp oder top. Hopp oder top, was diese Liebe betrifft. Mit dem Sankt-Nimmerleins-Tag neigt man vielleicht dazu zu sagen, das funktioniert nicht. Ja? Das kann überhaupt nicht funktionieren. Und der Rahmen sagt aber, doch, finde doch mal die Möglichkeiten. Mach dir doch mal Gedanken über die Grauzone. Es gibt immer was, was geht. Und das ist ja tatsächlich auch ein Teil der Wahrheit. Ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Alles, nichts oder. Das, also dieses alles oder nichts oder geht da doch was? Das ist hier die Frage, weil es gibt immer das, was möglich ist. In jeder Situation gibt es die Grauzone. Und da glaube ich schon, dass das Eselchen da sehr dran zu schleppen hat. Ne? Brauchen wir noch eine klare Kante, dann nehmen wir doch die Runen, die Mondrunen. Die sind auch von mir. Und die sollen ja jetzt in Kürze in Bälde auch nochmal verfügbar sein. Oh, was heißt nochmal? Die sind immer mal wieder verfügbar. Die Mondrunen, das ist wirklich was. Das ist ein festes Utensil, ne, der Community. Also die sind mal da und mal weg. Also auch so eine 10, gell? Sind sie da, sind sie weg. Das liegt halt immer an euch. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Auf jeden Fall, die Conny und ich, mir erwarten eine Rutsche Mondrunen. Ne? Das sind wir am Ball. Welche Rune liegt denn hier auf diesem Alles-Nichts-Oder? Ne? Auf diesem Hopp oder Top in der Liebe? Junge, ich habe, das sind gleich 2. Ich merke es schon. Da brauche ich erstmal vor lauter Schrecken Schlückchen Kaffee. So, da haben wir zuerst Jesus. Ach, hier die Duld. Ne? Da ist der Schaukelstuhl der Duld gefallen. Finde ich voll süß. Die habt ihr mir geschickt. Also die Community ist ja spitzenmäßig. Ihr wisst ja, ich kriege manchmal von euch Holzscheiben. Das ist immer am optimalsten der Fall. Wenn es eine Holzscheibe ist, die tatsächlich so groß ist wie eine Mondrune. Die fällt am wenigsten auf. Ne? Die schmeiße ich dann mit in den Runenbeutel und da hat mir jemand den Schaukelstuhl der Duld gebrannt. Wer ist denn die Duld? Für alle, die neu sind, die denken sich jetzt hier, was ist das? Die Duld. Die Duld ist die Geduld. Ne? Und wir lernen ja hier in die Duld zu gehen. Geh in die Duld. Und ich hatte die Vision, oder die habe ich auch immer noch, von einer Geistführerin. Das ist eine alte, weise Frau mit einem ganz runzeligen Gesicht und so einem Dutzel da auf dem Kopf, so weiße, schlohweiße Haare und mit einem Monokel auf der Nase und die sitzt da und strickt. Ne? Die hat Zeit, die Duld hat Zeit, die hat schon so unendlich viel Wolle verstrickt und die kriegt immer wieder neuen Faden. Ne? Das heißt auch, also der Duld, der reißt nie, der sogenannte
Duldsfaden, ne? Sondern die Duld, die nimmt die Wolle auf, wie sie so reinkommt, und die macht halt ständig weiter, ne? Und die Duld hat Zeit. Das heißt für uns jetzt erstmal, dass das, was hier liegt, das ist eine ganz große Liebe, was der Esel schleppt. Und man tut sich schwer, ne? Man fragt sich hier, funktioniert das? Wie soll das funktionieren? Ne? Also hier zerbricht irgendwie die Zeit. Die Zeit zerfällt. Wird das nochmal was? Ja? Gibt es da überhaupt einen Zeitpunkt? Und. Und der Rahmen sagt, ey Mann, na klar, mach dich doch mal ein bisschen entspannt. Es gibt immer Möglichkeiten. Und einen Raum, den man eben auch einer solchen, phänomenalen Liebe schenken darf. Weil die 10 der Kelche, die ist wirklich das Top. Ne? Und dann wäre der sagt, Nimmerleinstag so das Hopp, Hopp oder Top, alles nuscht und der Rahmen wäre das oder doch. Ne? Es kann funktionieren und die Duld sagt ganz einfach, gib der Sache mal Zeit, ne? Weil das ist was Großartiges, was da liegt und das ist etwas, was unter Umständen auch sehr extrem ist. Und jetzt haben wir hier auch noch, das habe ich auch von euch bekommen, das ist nämlich der sprechende Hut. Also wir haben den Schaukelstuhl der Duld. Und dann haben wir noch den Hut. So, was fällt denn hier aus dem Hut? Oder vielmehr sagen wir es mal so. Ihr kennt ja, oder die meisten von euch kennen ja den sprechenden Hut auf Hogwarts, ne? Der dann immer sagt, Slytherin, ne? Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor. Ne? Und der Hut, der weiß das aber schon die ganze Zeit. Also der entscheidet das nicht, Dondon sehr spricht aus, was sowieso schon klar ist. Der Hut spricht aus, was sowieso schon klar ist. Und wenn das hier diese großartige Liebe ist und die 10 der Kelche, das Nonplusultra, die ist ja da, das ist ja eine durchweg positive Karte. Die hat halt ganz einfach dieses... lass es zu, dann geht es auf. Ne? Wenn man es natürlich blockt, dann kann es nicht sein, Dings mit dabei. Ne? Die hat eben das Schwarz-Weiß-Denken mit dabei. Das hat die aber durch die 10. Aber die Liebe ist da. Ne? Wir sehen hier auch, also hier wird ein Nest gebaut. Ne? Genestet. Wir haben hier die Sonnenblumen. Das heißt, auch die Sonnenblumen sind ja auch eine wundervolle Blume, die lehrt eben, füreinander da zu sein, füreinander einzustehen. Die Sonnenblumen drehen sich immer mit dem Licht und an kalten Tagen wenden sie sich einander zu. Das dürfen viele Menschen noch lernen. Dann haben wir hier unten den Klatschmohn. Das ist eben ein Pflänzchen, was die Anderswelt symbolisiert. Man sieht hier eben auch, diese beiden sind hier vielleicht auch schon durch ein Stirb und Werde gegangen und sind immer noch zusammen. Sie schmieden hier Pläne für die Zukunft. Was ist die Zukunft? Die geschieht in jedem Moment, wo die Duld die nächste Masche aufnimmt. Ne? Also diese Liebe hat ja ein absolutes Potenzial. Die ist sowieso da. Die braucht halt hier noch ein bisschen Zeit, weil es ist halt heftig. Ne? Es kann sein, dass in dieser Liebesgeschichte entweder beide oder einer von beiden total überfordert ist mit den ganzen Gefühlen. Ne? Dann geht es eben darum, hier einen Rahmen zu finden, die Möglichkeit zu finden. Und hier auch mal der Zeit zu vertrauen, das lehrt ja auch die Duld. Ne? Und im Übrigen ist Folgendes passiert. Vorgestern. Vorgestern fiel mir eine Uhr runter von der Wand. Eine Wanduhr, also die hatte vorne so ein Glas drauf. Und die fiel runter und ich hatte genau dieses Bild. Ich denke, heilige Scheiße, der St. Nimmerleinstag fällt mir direkt vor die Füße. Mein nächster Gedanke war, wie bringe ich das der Community bei? Die Geschichte ging folgendermaßen weiter. Das war also, dass die Uhr von der Wand gefallen ist und das Glas ist in sich so zerbrochen. Also da waren nur wenige Scherben, aber das Glas, was vorne drauf war, das war so gespidert. Ne? So müsst ihr euch das vorstellen. So, das war vor 3 Tagen am Abend. Vorgestern, also am nächsten Morgen, bekam ich die Nachricht von einer ganz lieben Freundin, Grüße gehen raus an die Alexandra, die mir eine Kuckucksuhr schickte und sagte, Jonanda, haben wollen. Ich so, boah, geil, eine Kuckucksuhr. Und die Alexandra hat ein Päckchen gepackt. Denke ich, das gibt's doch nicht. Am Abend vorher fällt mir die Uhr von der Wand. Die Zeit zerbricht, St. Nimmerleinstag, Gedöns, ja. Am nächsten Morgen
kriege ich eine Uhr angeboten, eine neue Uhr. Denke ich, das ist ja echt ein Ding. Ich wollte schon immer eine Kuckucksuhr haben. Also eine Kuckucksuhr zu haben, also richtig eine, wo der Kuckuck so rauskommt und dann so kräht, ne? Wo das Türchen auffliegt und der Kuckuck stürzt sich da so raus. So eine Uhr wollte ich schon immer haben. Und die kriege ich von der Alexandra. Und bin noch mit der am Kommunizieren, als ich die nächste Nachricht kriege von meiner lieben Freundin Maike, die mir eine riesengroße Standuhr schickt, also so eine wie hier beim Wolf und das sieben Geißlein, gell, wo das siebte Geißlein drin sitzt, so eine Uhr, so eine große Standuhr. Und sagt, hier wolltest du nicht schon immer so eine Uhr haben? Hier, die hätte ich auch noch genommen, ich weiß nur nicht, wohin damit. Unfassbar. Also dreimal die Uhr, einmal zerbrochen, zweimal heil und ganz, einmal krähte Kuckuck raus und einmal schlicht 13. Ist das nicht spitzenmäßig? Hat sogar den Sound dabei. Also es geht hier um die Zeit. Absolutes Zeichen. Den richtigen Zeitpunkt. Und der Hut weiß das längst. Ganz klare Sache. Hier ist im Endeffekt eine Entscheidung schon gefallen. Also im Endeffekt, kannst du dich zurücklehnen und kannst gemütlich dein Käffchen schlürfen, ne, im Schaukelstuhl der Duld. Und abwarten. Ne? Warte mal ab, da sind wir da wieder. Weil hier braucht einfach etwas seine Zeit, weil es vielleicht auch gerade massiv überfordernd ist. So, jetzt geht's aber weiter. Was sagt denn unser Freund, der Hund? Ne? Wo soll man denn hier genau aufpassen? Aufgepasst. Spitz, pass auf. Was sagt der Spitz? Nee, es ist ja gar kein Spitz. Egal, vielleicht ist er ja Spitz. Ich weiß es nicht. Spitz, pass auf. Wo darf hier der Fokus liegen? Was soll gesehen werden? Wo darfst du wachsam sein? Oh, ja. Und das ist auch so ein Ding, ne? Die Schwert 3 ist rausgefallen. Das könnte der Grund sein, warum man hier versucht, eine ganz großartige Liebe unmöglich zu reden. Man lässt so lieber die Finger davon. Weil es funktioniert ja wahrscheinlich nicht. Ne? Das ist ja so dieses, wie soll es auch funktionieren? Ne? Wenn man dann auch noch darauf hingewiesen wird, hier pass auf, Liebeskummer. Ne? Jedoch, das muss ich jetzt auch gleich dazu sagen, wenn zwei Seelen sich verabredet haben und die Menschen dazu, die dann hier unten auf Erden da quasi mit dranhängen, ne, erinnern sich natürlich nicht mehr an die Verabredung, weil sie sind ja, als sie hier durchs Kaninchenloch gefallen sind, durch den Schleier des Vergessens gegangen. Man ist dann auf der Erde unterwegs, man begegnet sich irgendwann und es funkt, ja, oder es, da ist was, da ist eine Anziehungskraft. Man erinnert sich aber nicht mehr an die Absprache. Die hat nämlich auf einer anderen Ebene stattgefunden. Das ist ja auch Ziel der Übung. Man soll sich ja erinnern, während man einen Weg geht. Wenn die Erinnerung von vornherein gleich da wäre und man wüsste, wie es ausgeht, tja, dann wäre ja der ganze Prozess sozusagen, dann wäre er ja gar keiner. Ne? Dann wäre es ja gar kein Prozess, sondern das ist wie, wenn du das Ende von einem Film schon kennst, bevor du anfängst zu gucken. Ne? Ich habe ja hier mal bei euch in den Kommentaren gelesen, es gibt tatsächlich einige unter euch, die lesen bei einem Buch zuerst die letzte Seite. Das wird mir ja nie einfallen. Ne? Also das ist ja gespoilert. Und so ist das auch in Prozessen. Wenn du dich erinnern würdest, das wäre ja voll gespoilert. Da wäre ja die ganze Geschichte, nicht für den Hund, sondern für die Katz. Da kommen wir auch noch gleich dazu. Ne? Und diese Liebe, die ist ja da. Und natürlich, wer liebt, der macht sein Herz auf und weit. Und der kann natürlich auch verletzt werden. Ja? Weil es vielleicht nicht so läuft, wie man sich es gedacht hat. Sondern, in Klammern, es läuft nämlich so, wie man es sich geplant hat. Der Mensch denkt, die Seele lenkt. Ne? So kann man es sagen. Und man hat ja hier auf Erden dann so Vorstellungen, wie so eine Liebe sein müsste. Ne? Hier so die Big, Big Love, dieses All-In. Ne? Wenn man hier schon All-In geht, dann will man natürlich auch alles haben. Tja, und wenn aber die Seelen was anderes geplant haben, dann kollidiert das, ne? Weil dann kommt zum Beispiel, der Verstand sagt, nö, mach ich nicht, funktioniert nicht, St. Nimmerleinstag fällt an. Ne? Und der Verstand sagt so, nö. Ne? Und die Seele sagt dann so, ey, Alter, jetzt komm mit. Mann, los, lass uns
Auf die Sorgen machen wir essenzeitig. Ne? Wir haben doch hier einen Deal. Einen Plan, einen Deal und ein Ziel. Ne? Und da entsteht natürlich dann auch Reibung. Und wenn du an so einem Punkt bist, dann fragst du dich auch nicht mehr, was ein Prozess ist, sondern wenn du mittendrin steckst, hast du keine Fragen mehr. Das ist völlig unmissverständlich, wenn man in dem sogenannten Prozess drin ist. Ne? Also habe ich ja auch schon oft gesagt, wenn du fragst, was ist denn ein Prozess, dann hast du keinen. Ne? Es ist eigentlich immer ganz einfach. So, jedenfalls sagt der Hund, Spitzpass auf, das könnte hier zerrissene Hosen geben, weil die Drei der Schwerter ist ja auch die Liebeskummerkarte. Jedoch ist sie auch die größte Chance zur Herzheilung, weil die 3 ist immer noch die gute Chance. Und wir sehen hier das Element Luft mit den Schwertern, das Herz durchbohren. Und das ist der Moment, in dem Herz und Verstand sich vereinigen. Und das ist die Lösung der Schwert 3. Jede Tarotkarte hat einen Auftrag und auch jede Tarotkarte hat eine Lösung. Es gibt keine schlechten Karten. Es kommt immer darauf an, wie du das Blatt ausspielst, was du auf der Hand hältst. Und da arbeiten wir dran, ne? Weil jetzt fehlt ja hier noch der Erhard. Also hier ist zwar die Aussicht, das könnte schon ganz schön heftig werden, ne? Wenn man da so geschaschlikt wird. Also, ne? Jedoch, da liegt eine ganz große Chance drin, einen Urschmerz vielleicht, das Wort wird mir gerade durchgegeben, von Grund auf auszuheilen. Ne? So, und 3 Uhren habe ich reingekriegt. 3, ne? Also auch da die 3. Ich meine es ja nur mal so. 3 Uhren. Einmal Put und zweimal Ganz. Einmal schlicht 13 und einmal Krede Kuckuck. Ne? Ne, Krede überhaupt. Ne, der ruft. Ist ja wurscht. Zu unserem Goggle kommen wir noch. Der heißt jetzt Konstantin. Ich habe gelesen, so ist das nämlich. Neues aus Uhlenbusch. Ihr wisst natürlich alles, ne? Der Goggle Konstantin. Oh, ja. Der wollte. Oh, hier, Schatzis. Der Jason Über hat sich rausgelegt und passte mal auf wie. Und wie schön. Er folgt hier dem Ruf seiner Seele. Also der Hund sagt, er will es tun. Also das ist ja jetzt mal krass, ne? Das ist echt ein Ding. Hier liegt die ganz große Liebe am Tisch, wo man sich echt fragt, oh Gott, hopp oder top, alles oder nichts, gehe ich all in oder all out oder bin ich dann all and about, ne? Out and about, ne? Und im Endeffekt steht ja die Entscheidung längst fest. Der Hut weiß es ja längst, ne? So, die Seelen sowieso auch. Die Seelen haben es geplant. Der Verstand will halt hier so ein Hintertürchen finden, ne? Sagen wir es mal so. Und dann sagt der Hund, pass auf, hier liegt was auf dem Weg, es wird heftig, aber sehr heilsam. Heilsam heftig, heftig heilsam. Nämlich die Vereinigung von Herz und Verstand und die große Chance, einen Urschmerz im Herzen komplett auszuheilen, wenn es geht hier um das Gegenüber. Nennen wir ihn mal er. Ich spreche jetzt aus der Sicht von einer Frau, die auf den Mann schaut, weil es am einfachsten ist. Ihr dreht euch das bitte passend, ja? Wenn er dem Ruf seiner Seele folgt. Und das ist, als ob der Hund so sagt, hey, pass mal auf, der folgt dem Ruf seiner Seele. Der tut's, der macht's. Das ist so heimlich wie eine Sesamstraße, dieses hey du, wer ich? Psst, genau, ne? Ungefähr so. Er folgt dem Wolf, dem Ruf seiner Seele. Egal, was da für eine Erfahrung dahinter liegt, er wird den Wert erkennen. Da wollen wir jetzt noch eine Rune haben, ne? Weil es nämlich eine Chance ist. Oh, und jetzt ist was passiert. Haltet euch fest. Mir ist ein Schlüssel vom Tisch gefallen. Ja, wie konnte das passieren? Also an den habe ich überhaupt nicht gedacht. Anscheinend lag er hier so rum. Ne? Weil ich muss euch dazu sagen, ich habe im Moment so ein bisschen ein Schlüsselthema. Also das Hyundai-Leichen ist ziemlich scharf auf Schlüssel im Moment. Ne? Das, also der lag hier und er fällt runter. So, hier ist der Schlüssel. Ne? Hier ist er. Ha, was passiert?
Guck mal da. Wenn Schlüssel und Herzen sich berühren, eröffnen sich Wege hinter den Türen. Bei Yonanda Latora, ne? Das ist jetzt durch mich durchgekommen. Ja? Um genau zu sein, ist das heute Morgen schon durch mich durchgekommen. Ich will es euch verraten. Es wurde mir wirklich durchgegeben. Wenn Schlüssel und Herzen sich berühren, eröffnen sich Wege hinter den Türen. Und das ist zum einen eine Botschaft und es ist aber auch zum anderen ein Heilgebet zur Herzheilung. Ne? 9-mal gesprochen, eine wundervolle Kraft. So, und jetzt schauen wir mal, was ich eigentlich wollte. Ich wollte ja eine Rune draufziehen. Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Die waren doch schon gereinigt. Die mussten nochmal gereinigt werden. Ich bin gerade völlig augenflasht. Geflasht, geschlüsselflasht. Ich habe sie. Beziehung. Also, passt auf. Das ist ja die Manas. Die Manas sagt, aus Begegnung wird Bindung. Er geht hier den Schritt. Also dein Gegenüber, wenn du hier auf die Liebe schaust, folgt dem Ruf seiner Seele. Der hat einen starken Führer mit dem Wolf und er wird es riskieren. Und der Hund sagt, hier, sei wachsam, Spitzpass auf und fühl die Sequenzen. Das geht alles in diese Richtung. Ne? Er tut es. Das heißt aber auch, sei wachsam, wenn dein Gegenüber sich wirklich da jetzt drauf einlässt, also gehen wir mal davon aus, es geht hier um dich, ja? Dann darfst du das wirklich sehr zu schätzen wissen, weil er traut sich hier was. Er traut sich was, von dem er weiß, es kann ihn niederstrecken, weil es eine andere Art der Liebe ist, als er sich gedacht hat, wie es am liebsten wäre. Aber er macht's, weil es ganz einfach eine große Liebe ist. Ansonsten würde er es nicht tun. Also das ist jemand, er hat die geschlossenen Augen, er ist hier im Fühlen, er ist mit seiner Seele verbunden. Ja? Er hat sich hier definitiv über sämtliche Konsequenzen schon Gedanken gemacht. Und es muss auch jemand sein, der sehr reif ist, auch sehr spirituell, sehr offen, weil er weiß um den Preis, wenn er sich auf diese Liebe einlässt, aber er wird es tun. Er geht hier in Beziehung und wenn er das zulässt, dann geh ganz achtsam mit ihm um, weil er geht hier wirklich all in, ne? Weil er weiß, es kann ihn niederstrecken, weil es nicht das ist, was er eigentlich wollte. Er macht's in dem Fall wirklich, weil er starke Gefühle für dich hat. Also nicht nur starke Gefühle, ich will nicht immer... Wisst ihr, ich tue mich immer schwer damit zu sagen, weil er dich liebt. Ne? Das ist bei jedem unterschiedlich. Ja? Aber dieser Mensch hat ganz, ganz starke Gefühle, weil sonst würde er sich nicht darauf einlassen, dieses Risiko einzugehen, hier verletzt werden zu können. Weil unter Umständen ist es so, dass du ihm gravierende Themen antriggerst. Ne? Und wenn du sagst, ja, aber wir sind hier schon in Beziehung. Also alle die, die auf so eine Verbindung schauen, sind ja auch auf irgendeiner Ebene natürlich längst in der Manas-Energie. Das geht dann halt immer noch mal ein Stückchen tiefer rein. Ne? Man kann es also auch als Vertiefung sehen. Also das ist schon echt stark. Ne? Und mit dem Wolf hat er natürlich, also der Wolf ist ja ein Anführer, er hat Führungsqualitäten. Deswegen hat er auch die 19. Ne? Und mit dem Wolf führt ihn ein Tiergeist, der genau weiß, wie der Hase läuft sozusagen. Der kennt den Weg in den tiefsten Dunkelwald, aber auch wieder zurück. Ja. Der Wolf hält auch was aus. Ein Wolf kann lange hungern, das soll ich gerade sagen. Okay, dann schauen wir mal auf die Gefühlsebene. Mietz, 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 mietz. Wir schauen mal auf die Gefühlsebene.
Das kann jetzt grundsätzlich die Gefühle in dieser Verbindung betreffen, es kann deine Gefühle betreffen oder es kann seine Gefühle betreffen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Da haben wir es auch schon. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin immer froh, dass ihr dabei seid, wenn ich hier Karten auslege, weil wir haben noch die 9 der Kelche. Also mehr Gefühle geht nicht. Das volle Gefühl ist da. Ich habe euch ja eben schon die 9 erklärt. Die 9 ist zum einen die höchste Heilungszahl, 7, 8 und 9. Das sind die drei Heilungszahlen in der Zahlenkunde der Kabbala. Und die 9 steht halt für die Vollendung. Die 9 steht aber auch für viel Arbeit mit den Gefühlen. Also starke Gefühle, heftige Gefühle. Hier wird alles gefühlt, in jedem Kelch ist was drin. Absolute Fülle. Und der 9 der Kelche wird auch manchmal so ein bisschen so die Völlerei nachgesagt. Ne? Also das ist das reinste Schlaraffenland. Jedoch, Fülle ist Fülle. Ne? Fülle ist Fülle. Und die Überfülle, die liegt ja noch auf dem Esel. Ne? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, also ein bisschen Fülle, ne? Also hier will einer am liebsten alles, alles oder nichts. Jedoch geht es ja hier darum, dass die Karten verhandeln und die sagen, hier, pass mal auf, es gibt ja zwischen Schwarz und Weiß eine Menge Grau. Ne? Siehe das Jonanderchen, die hat das heute irgendwie geahnt. Ne? Und zwischen Schwarz und Weiß gibt es jede Menge Grau. Und jetzt hau nicht gleich einen Sack, nur weil du nicht alles haben kannst, wie du es gerne hättest. Ne? Und dann kommt dieses Schwanken, so dieses, das wird ja eh nichts. Und dann die Duld sitzt im Schaukelstuhl und sagt, ich habe schon Pferde vor die Apotheke kotzen sehen. Und der sprechende Hut weiß sowieso schon, wie es weitergeht. Ne? Und der Hund sagt ja hier, Spitz, pass auf, hier geht jemand ins Gefühl, hier riskiert es jemand. Wenn das jemand für dich tut, wisse es zu schätzen, weil der riskiert hier wirklich ja, sein Herz. Ne? So, dann war zwischenzeitlich noch die Schlüsselrunde gefallen und wir haben gelernt, wenn Herzen, nein, wenn Schlüssel, wenn Schlüssel und Herzen sich berühren, eröffnen sich Wege hinter den Türen. Das heißt, manchmal muss man eine Tür halt auch ganz einfach erstmal aufschließen, damit man den Weg sehen kann. Und wenn man halt vor einer verschlossenen Tür stehen bleibt, wird das nichts. Ne? Und hier geht jemand durch die Tür, weil er folgt dem Wolf, dem Ruf der Seele. Ne? So, und dann erzählt uns die Katze, da sind so tiefe Gefühle da, mehr geht ja gar nicht. Mit der Kelch 9, in jedem Kelch was drin. Und dann haben wir auch hier wieder die beiden Sonnenblumen. Ne? Und die drehen sich hier zur Sonne. Die scheint da so schön. Und es zeigt ja eben auch, dass durch diese Liebe das Herz erfüllt wird. Und der Schmerz ist hier vielleicht auch einfach nur seine Angst. Weil er vielleicht schon mal sehr verletzt wurde. Und diese Liebe kann aber auch die Chance sein, mit der 3 diese alte, tiefe Urwunde wieder auszuheilen. Natürlich hat er Angst, sich auf eine Liebe einzulassen, weil die Liebe, meint er, hat ihn ja schon mal so verletzt. Es war aber nicht die Liebe, die verletzt hat. Das ist immer so, das ist so eine Floskel. Ja, hat dich die Liebe denn so verletzt? Die Liebe verletzt nicht. Liebe heilt. Liebe heilt. Die Liebe ist das stärkste, größte, großartigste Licht im Universum. Verletzen tut der Mensch sich oftmals selbst oder er macht sich in dem Moment, wo er sich öffnet, einem anderen Menschen gegenüber verletzbar. Aber es ist nie die Liebe, die verletzt. Es sind die Themen, die verletzen. Es sind die Worte, die verletzen. Es sind die Taten, die verletzen. Ja. Gedanke, Worte, Taten. Deswegen ist es so wichtig, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten und achte auf deine Worte, denn deine Worte sind, das sind Werkzeuge, ja, und deine Worte können auch zu Taten werden. Alles, was du androhst, ja, kannst du umsetzen. Und deswegen ist es so wichtig, die Gedanken rein und klar zu halten. Und wenn das alle Menschen tun würden, dann würden sich die Menschen auch untereinander und gegenseitig weniger verletzen, automatisch. Weil man wäre ja viel achtsamer. Ne? Also großes Thema. So, wie geht's weiter mit der Katze? Nennen wir sie doch einfach mal Uschi. Ne? Also jetzt haben wir ja hier schon fast, obwohl der Esel hat auch noch keinen Namen. Aber unser Goggle, das ist der Konstantin. Ne? Der kommt gleich. Haben wir hier was?
Ja, oh, das ist ja hier spannend. Also zum einen bist du jetzt gefallen und der Fuchs, die kluge Frau und das Schneeglöckchen. Zart und rein, als allererstes im Frühling bricht es das Eis. Und auf der Gefühlsebene, da liegt dein tiefes, echtes Gefühl. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er sich darauf einlässt, warum er es sich dann doch traut, obwohl er eigentlich ganz schön Manschetten hat. Ne? Das sehen wir ja an der allerersten Position, die Sache mit dem Sankt-Nimmerleins-Tag. Ne? Und auf der Gefühlsebene liegt aber mit der 9 der Kelche, also das starke Gefühl, was man mit 2 N hier entweder für dich hat. Oder eben das Gefühl, was du für diesen Menschen empfindest, was ihm Sicherheit gibt. Also er spürt hier auch deine Liebe. Und du bist auch wirklich eine kluge Frau. Du bist, also wahrscheinlich verkörperst du sowieso für ihn das absolute Nonplusultra, weil du hast alles, ja, was er sich wünscht. Ja. Du bist schön, du bist klug, du bist in der Fülle und du bist rein. Du bist rein und du bist stark durch deine Sanftheit. Ne? Und das Schneeglöckchen steht ja auch für den Frühling. Jetzt haben wir das auf der Herzebene. Frühlingsgefühle, die hast du sicherlich auch. Und du bist aber auch dir selbst alles wert. Ne? Ich sag mal wirklich alles, weil der Fuchs ist der Meister der Selbstliebe. Also die Liebe sagt hier auch, dass die Selbstliebe auch vorhanden ist, zumindest bei der Dame. Die Dame liebt sich auch selbst und weil sie sich selbst liebt und mit sich im Reinen ist, hat sie auch so viel Liebe zu geben. Das ist immer wieder dabei, ne, wer nicht hat, kann nicht geben. Nur wenn du was hast, kannst du was geben. Also nähre dich gut. In jedem Kelch ist was drin. Nähre dich gut, ernähre dich, weil wenn du was hast, dann hast du was zu geben. Und diese Dame hat hier unglaublich viel zu geben und auch die Dame, die Kraft der Dame, das kommt mir deutlich rein, wird hier das Eis brechen. Die Kraft der Dame. Und sorgt auch für Vertrauen, weil diese Dame hier, die vertraut sich selbst, die liebt sich selbst, die vertraut sich selbst. Und weil sie sich selbst liebt, wird sie auch sehr geliebt. Also ich habe auch das Gefühl, wenn du hier in Resonanz bist, bist du ein Mensch, der sehr beliebt ist. Du wirst viele Menschen haben, die einen Rat bei dir suchen, die dir ihr Vertrauen schenken, die dir ihr Innerstes anvertrauen. Und bei dir ist es gut aufgehoben. Ja, das ist so ein bisschen die Münzkönigin-Energie, die mir hier reinkommt. Und genau aus diesem Grund lässt sich hier dieser Mann auch auf dich ein. Also der kommt mir unglaublich gereift rein. Reif. Und das ist eine wunderschöne Seele. Eine wunderschöne Seele, die unter Umständen sehr tiefe Wunden trägt und auch Narben. Und tja, ich kann es nur noch mal sagen, Liebe heilt, ne? Und die Dame, die liegt hier wirklich absolut rein und klar drin. Auch sehr spirituell. Der Fuchs in Erat Aliquando steht eben auch für die hellen Sinne. Das kann auch sein, dass du sehr hellsichtig bist. Hell fühlend, hören, sehen, schmecken, riechen, das volle Programm. Ja? Ihr wisst ja, das sind ja sowieso, also diese Gabe in den Menschen, die wacht ja auch gerade vermehrt wieder auf. Ne, die hellen Sinne sind ja total aktiv und springen wieder an. Und es kann also hier auch sich um eine spirituelle Dame handeln, also für dich, ne? Also du jetzt als Zuschauer, ne? Eine Ratgeberin, die absolut reinen Herzens ist und in der Liebe und also auch durch ihre Sanftheit das Eis bricht, weil sie halt so ist, wie sie ist, ne? Mit der Rune. Urus. So, die Liebe ist die stärkste Kraft. Ne? Die Urus, das ist eine Rune der Kraft. Also hier sind starke Gefühle da. Also auch du als Zuschauer, du hast eine ganz, ganz hohe Liebesqualität, kann man das so nennen. Starke Gefühle sind hier im Spiel. Und
Dieser Mann empfindet sehr stark für dich. Ne? Das ist also sensationell. Ne? Und jetzt kommen wir zum Einsatz. Unser Gockel Konstantin. Wie sind denn die weiteren Aussichten? Wie wird das Wetter heute? Konstantin! Wie wird das Wetter heute? Ja, Moment. Erstmal brauchen wir ein Tarot jetzt. Okay? So. Was sind die Aussichten in dieser Beziehung? Aha, also es geht hier erstmal so sachte weiter und zwar mit einem Flirt. Ne? Der Page der Stäbe, der ist hier voll süß, weil der ist so, ne? Fütter mich, komm! Ne? Also das ist so ein Ästling, ne? Der sperrt noch das Schnäbelchen. Also es ist kein Nestling mehr, sondern es ist so ein Vögelchen kurz vorm Abflug. Ne? Also wenn die aus dem Nest rauskommen, dann nennt man die Ästlinge. Und das möchte ich jetzt mal gerade reingeben, weil es passiert immer wieder, wenn die jungen Rabenvögel Flügge werden, logischerweise, sie müssen ja erst üben, sitzen die auch als Weilen auf dem Boden. Und dann gibt es Menschen, die meinen es ganz besonders gut und sammeln die ein und übergeben die dann an Tierarztpraxen oder eben an Tierschutz und so. Bitte sitzen lassen, weil diese Ästlinge werden weitergefüttert. Die Eltern sind immer ganz in der Nähe. Und ein solches Vögelchen hat die größte Chance, wenn es einfach in der Natur bleibt. Weil der Mensch ist kein Vogel. Und das, was eben so ein junger Vogel braucht, auch gerade diese letzten Flugübungen, den Schliff kannst du halt nur von den Eltern kriegen. Und Menschen meinen es dann gut und sammeln eben solche Ästlinge ein. Aber die sind so gut wie fertig. Und vor allen Dingen, die werden weitergefüttert. Und man denkt dann, man tut was Gutes, aber eigentlich hat man dann den Vogeleltern das Baby weggeschnappt und die suchen das wirklich noch 24 Stunden, so roundabout. Ne? Also man hat dann immer noch die Chance, es wieder zurückzubringen, weil die suchen ihr Kind. Also das ist ganz, ganz schrecklich, ne? Weil man sollte nicht immer eingreifen. Ne? Warum ich das weiß, ich habe einige Jahre eben eine Pflegestelle für solche Krähenvögel gehabt. Ne? Und erst als dann die Taube Lita einzog, bin ich dann quasi ja, aufs Täubchen gekommen, ne? Und bin jetzt auch völlig entspannt mit meinen beiden Tauben, die ich habe, und hatte eben vorher mich um diese Vögel gekümmert. Was mir eine sehr große Ehre war, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ne? Und tja, das wollte ich einfach mal reingeben. So, und das hier ist auf jeden Fall so ein Ästling, ne? Und der will gefüttert werden. Komm, gib mir was. Und der Page der Stäbe, ja, der ist so flirty. Das ist nämlich, das ist die Erde des Feuers. Die Pagen stehen ja immer für das Element Erde, die Stäbe für Feuer. Und man will hier greifbar ein bisschen Energie haben, ne? Also das ist, steht für Flirt. Ne? Und es geht erstmal weiter mit noch Flirty-Energie, was vielleicht nicht verkehrt ist, weil die Gefühle hier, die sind so heftig. Ich denke, das Beste ist es, wenn man da wirklich so ein bisschen locker dran geht. Ne? Locker, locker, flockig. So, mit was noch? Aha, 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 aha. Da hätte ich gleich noch gerne, also ist die Fee gefallen. Da liegt weiterhin noch so diese Angstenergie drauf, auch die Verletzung. Jedoch, da hätte ich gleich noch mal eine Klärungskarte gerne drauf. Die Dorfkneipe, die habe ich auch hier. Ich habe im Moment alle Karten mit drin, außer 5 leere. So, die Dorfkneipe fällt auf die Fee. Gut, müssen wir uns jetzt erstmal die Fee angucken. Page der Stäbe, Fleur die Flirt. So, und dann haben wir hier entweder eine Energie, die in der Zukunft liegt, die versucht reinzukrätschen. Das ist vielleicht auch eine Energie, die Öffentlichkeit nutzt, also öffentliche Plattformen. Die Dorfkneipe ist ja auch ein Ort, sich zu treffen. Und dann haben wir den Zauberknoten und der steht ja für Verbindlichkeit. Also bei mir kommt deutlich rein, dass hier diese großartige Liebe, die hier liegt, die hier so auf der Schwelle steht, auf die man sich jetzt einlässt oder auch noch nicht. Weil die Fee kann auch, wenn es keine Person ist, noch für eine Angst stehen. So ein Zipfelchen Angst, was da noch hängt. So dieses Fädchen, dieses Haar der Suppe. Ne? Also dieses SSS. Ne?
Ihr wisst schon, was ich meine. Die Wimper im Auge, wo man dann stundenlang vorm Spiegel steht und denkt, na toll. Wo man dann rumhantiert mit allen möglichen Sachen, wie man es wieder rauskriegt. Also es kann eine Angstenergie sein, die da noch so ein bisschen im Weg rumsteht. Eine Angst, die erlöst werden will mit dem Zauberknoten, weil der steht auch für Lösen und Binden. Es kann jedoch auch eine Person sein, die immer wieder reinkrätscht, ne? Und so in die Parade krätscht. Und die kann öffentlich auftauchen, also in der Gesellschaft, ne? Was auch immer das für eine Gesellschaft ist. In der Gesellschaft gibt es eine Fee. Okay, da haben wir das jetzt auch schon mal gehört. Wir sind aber ja noch nicht fertig. Es geht jetzt erstmal darum, jetzt klammern wir mal diese Fee aus, weil das ist eine Nebendarstellerin. Weil du bist hier die Hauptdarstellerin. Konstantin, du bleibst da oben, ne? Da, wo du hingehörst. Konzentrier dich auf das, was dich hier mit diesem Menschen verbindet. Also klammer wirklich die Fee aus, wenn es die gibt. Weil sie liegt halt auch nur als Nebenrolle drin. Ne? Und es geht hier darum, das kommt mir auch so rein, Verbundenheit zu schaffen. Und das fängt halt klein an, ne? Mit einem Flirt. Also es geht hier erstmal darum, sich zu connecten, ne? Wie die beiden Zauberknoten. Und es ist, als ob man ein Türmchen baut. Es geht um den ersten Stein und um den zweiten und dann um den dritten. Und es geht nicht von vornherein um den letzten, ja, um den zehnten Kelch, sondern das ist das Potenzial. Die zehn der Kelche ist das Potenzial auf der, also der, und das Potenzial der Beziehung, ja. Und die Aussicht ist, dass man aber Stein für Stein das Fundament aufbaut. Das kann nicht von vornherein da sein. Für die, die sagen, ich bin aber hier schon längst in Beziehung, da geht es so um die tiefere Ebene, die sich aufbaut. Ne? Und es geht immer noch tiefer. Ich denke wieder an diese, ach, wie heißen sie, Gott, Matruschkas, Babuschkas, also diese Puppen, wo, also diese Holzpuppen. Und da ist dann noch eine drin und noch eine und noch eine und noch eine, wie so eine Zwiebel. Ne? Da geht es dann bei denen, die in Beziehung sind, immer um die nächst tiefere Schicht. Ja? Bei einigen ist es ja auch was ganz brandaktuelles Neues vielleicht. Ne? Welche Rune liegt denn auf dem Schild? Ich habe jetzt zwei Sachen. Ne? Also zum einen habe ich die Rune Fehu, Feuer frei für die Liebe, finde ich geil. Das ist nämlich die Rune von Fülle und Reichtum. Jonanas Lieblingsrune, die ganz einfach auch die Schönheit dieser Liebe widerspiegelt, den Reichtum, der drin liegt, innen und außen. Also Fehu, Reichtum bedeutet für mich immer Energie, innen wie außen, außen wie innen. Ja? Das ist eine ganz großartige Rune und die bringt eben auch Lebendigkeit, weil es gibt hier für mich nichts Lebendigeres, wie so ein munteres Lagerfeuer, was munter vor sich hin flackert. Ja? Also wir haben hier die Aussicht auf Reichtum und Schönheit. Nebendarsteller ausgeklammert, ne? Die da versuchen, auf irgendwelchen Wegen sich so, ne? Das ist auch so eine Kuckucksenergie, so versuchen da den anderen aus dem Nest rauszuschieben. Gell? Also es ist halt wirklich eine Feenenergie. Ne, also so die Ausgeladene, ne, sagen wir es mal so. Viele wissen jetzt vielleicht, ja, lasst einfach, ne, also nicht füttern. Und ansonsten geht es wirklich auch mit der Rune Fehu darum, Ängste zu transformieren. Weil wenn Feuer auf eine Angstenergie trifft, dann geschieht Transformation. Ne? Licht ist stärker als Schatten. Ja, und dann haben wir hier noch das Herz der Sehnsucht. Ne? Also kann schon auch sein, dass die beiden, um die es hier geht, wirklich diese Liebe auf einer höheren Ebene leben. Das ist jetzt aber auch nur ein Beispiel. Ja, ich muss gerade den Gedanken zu Ende, ne? Weil ich weiß ja, die meisten von euch schauen ja auf Beziehungen und hätten auch gerne eine richtige weltliche Liebesbeziehung mit allem drum und dran. Ne? Aber ich sehe hier dieses halbe Herz. Was ich hier reinbekomme, ist, dass die beiden weltlich
unter Umständen meistens getrennt sind oder viel getrennt sind, oftmals getrennt sind. Und deswegen, upsa, bleibst du da, Herzelein? Deswegen fehlt immer ein Stück, weil die nicht wirklich körperlich zusammen sind. Die sind aber im Herzen so. Was hat den höheren Wert? Also das ist so eine Frage, die stelle ich an der Stelle immer ganz gern. Wenn zwei zusammenleben, die sind sich weltlich nah, körperlich nah und hopsasa, ne? Aber die lieben sich nicht. So, dann wird nämlich sowas auch recht anstrengend. Oder zwei, die sich lieben, die Liebe ist da, aber die sind halt weltlich unter Umständen weit auseinander aus Lebensumständen heraus, ja? Oder können nicht in Beziehung gehen aus wiederum weltlichen Gründen, die bei jedem unterschiedlich sind. Was ist mehr wert? Die, die zusammen aushalten, die vielleicht auch in Co-Abhängigkeiten sind oder was weiß ich, oder die, die sich lieben und eben nicht weltlich zusammen sein können. Ja? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, die Liebe ist die stärkste Kraft, Liebe reicht. Ja, würde Jesus jetzt wahrscheinlich sagen. Okay, das dazu, ne? Also die Sehnsucht liegt da drauf. Die wird auch in Zukunft erhalten bleiben. Das ist eine Liebe, wo eine ganz starke Sehnsucht da ist. Und das geht jetzt erstmal so loggerfloggig, flirty, geht das hier so weiter, ne? Inklusive Nebendarsteller und halt, ja, wie beim Denver Clan, ne? Es muss ja auch ein bisschen spannend bleiben. So, jetzt schauen wir noch unter die Decks. Da haben wir die Sechs der Schwerter. Das ist hier für mich so völlig gegen den Strom und gegen den Wind geflogen. Hier traut sich jemand. Hier ist jemand schon in Aufbruchsstimmung und flattert von seinem Ufer, ne, gegen die Welle und gegen den Wind rüber, nämlich zu dir. Ne? So. Das Gute ist, er kann ja auch fliegen. Ne? Also die Welle ist ja schon mal wurscht, aber der Wind, der mit der Welle kommt, weil die Welle, die braucht ja den Wind, um sich so zu Dauerwellen. Ne? Aber hier fliegt man gegen den Wind und gegen den Strom. Finde ich gut. So, was haben wir hier noch unten drunter? Die Kutsche. Prozess, Prozess, Prozess. Ach Gott, du sitzt mittendrin. Ja, die fühlende Dame, ne? Die reist in der Kutsche. Da holpert die Kutsche über Stock und Stein bei Nacht und Wind. Ne? Wer kutscht denn da bei Nacht und Wind? Es ist die Semmelbrösel geschwind. Ne? Also du dürftest hier auch voll im Prozess sein. Ja, das seid ihr aber beide, weil, hier, ne? Weil ihr fühlt halt füreinander. Aus die Maus, du bist sein Sidekick. Ja? Und er deiner. Ha, wie aufregend. Ja, ich hoffe, dass ihr eine gute Unterhaltung jetzt auch hattet, ne? Und vielleicht die ganz schweren Themen des Lebens ein bisschen leichter sehen könnt, weil es kommt halt immer drauf an, wie man draufklotzt. Ne? Und ich freue mich riesig, wenn ihr mir ein Abo dalasst, ein Like oder einen lieben Kommentar. Und wie gesagt, ich schneide morgen wieder rein. Es gibt morgen schon die Dorfkneipe. Wundert euch nicht. Das Junanderchen wird von der Kantine aus sofort nach ihrem ersten Kaffee das Ding in die Kiste kriegen und ihr kriegt es frisch vom Tisch, okay? Nicht erst am Donnerstag. Das halte ich dann auch gar nicht aus, wenn ich dann schon weiß, wie die Karten sind und ihr wisst es nicht. Das geht gar nicht. Nein, 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 Zeit ist relativ. Morgen ist Dienstag, wir haben Dienst. So, und ab 21.21 Uhr könnt ihr euch dann im Live-Chat tummeln, ja? So, jetzt bin ich aber raus. Habt einen feinen Abend, lasst euch gut gehen und noch besser. Bleibt freundlich und lieb miteinander. Tschö mit Ö, wir sehen uns dann morgen wieder.